einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, wir haben uns zwar bei Menschen 2016 haben wir uns kurz gesehen, aber es hat ein bisschen gedauert, ihn endlich hier auf diesen Stuhl zu kriegen, auf dem berühmte Menschen hier die Beichte ablegen. Insofern freuen wir uns sehr, dass es heute endlich geklappt hat. Und wir sind gespannt auf einen, der zwar den größten Titel geholt hat, den der Milliardenzirkus Formel 1 zu vergeben hat, nämlich die Weltmeisterschaft. Doch in den Augen vieler wurde dieser Mann noch interessanter und noch größer, als er auf dem Höhepunkt seines Erfolges einfach ausstieg. Aus dem Silberpfeil, aber auch aus dem Hamsterrad mit enormem Druck und enormen Anfeindungen. Auf 22 Millionen soll er mit diesem Schritt verzichtet haben, sagen Insider. Der lustige Satz von ihm dazu lautet, ja, wir Formel-1-Fahrer sind schöne, reiche Hamster, die ein fantastisches Leben führen. Es soll ein japanischer Zen-Meister gewesen sein, der ihm erklärte, was wirklich wichtig ist und dass auch der böse Hamilton nur eine Art Zwischenprüfung war. Er sagt heute, Leiden ist der wahre Antrieb. Es ist ultimativ wichtig zu leiden. Wie meint er das? Herzlich willkommen, Nico Rosberg. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Nico. Ja. Es ist ultimativ. Ja. Danke schön. Das war meine Intro. Interessant. Es ist ultimativ wichtig zu leiden. Wir sind gespannt, was dieser Mann dazu zu sagen hat. Noch so ein großer Champion. Er ist der Mann, der vor genau 10 Tagen den Ironman gewonnen hat. Aber nicht irgendeinen Ironman, sondern den Ironman. Die Mutter aller Ironman, nämlich den auf Hawaii. 3,86 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch mal einen ganzen Marathon obendrauf. Hat er alles gemacht, hintereinander weg, in einer neuen Rekordzeit von 8 Stunden und 1 Minute 40. Das ist umso bemerkenswerter, als er bis vor einem Jahr noch halbtags als Physiotherapeut gearbeitet hat und erst danach Profi wurde. Und der sagt, dieses Rennen gewinnst du im Kopf. Das ist eine Achterbahnfahrt. Erst hast du Gänsehaut, weil alles so super läuft. Und einen Kilometer später willst du dich aus Verzweiflung ins Meer stürzen. Herzlich willkommen, Patrick Lange. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Patrick. Ja. Und in gewisser Weise, wenngleich überhaupt nicht vergleichbar, aber in gewisser Weise hat auch dieser Mann einen unglaublichen Dauerlauf hinter sich gebracht, einen gedanklichen Dauerlauf. Nicht über Stunden, sondern über Jahre. Und was dabei herausgekommen ist, ist spektakulär. Eine Ausstellung in Nürnberg zeigt das, vor allem aber, und das hat mich so begeistert, zeigt das ein Buch, ein dickes Buch, fast 1000 Seiten, passend zum 1000-jährigen Reich, hätte ich fast gesagt, eine deutsche Karriere, auf denen er ein Denkmal schleift, aufräumt mit einem Mythos, nämlich dem um Albert Speer, Hitlers Lieblingsarchitekt, der es, und vor allem darum geht es, nach dem Krieg, nach 20 Jahren Gefängnis schaffte, eine Weltkarriere zu machen, als eine Art Gentleman-Nazi. Er zeigt zum ersten Mal, wie dreist und vor allem wie geschickt dieser Speer die Welt belogen hat, als er zum Beispiel behauptete, er habe keine Ahnung davon gehabt, was etwa in Auschwitz vor sich ging. Und er weist nach, dass Speer ganz entscheidend an der Entstehung der Krematorien von Auschwitz mitgewirkt hat, in denen irgendwann 4000 Menschen pro Tag verbrannt wurden. Warum also wollte die Welt und warum wollten die Deutschen diesem Mann nach Kriegsende nur zu gerne glauben? Herzlich willkommen, Magnus Brechtgen. Freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, gleich zu Beginn aber wollen wir sprechen und begrüßen sehr herzlich eine Frau, die Deutschen über viele Jahre hinweg in ihr Wohnzimmer ließen, um sich bei dem, was sie da von ihr und ihrem Vater zu hören bekamen, in homöopathischen Dosen so ein bisschen angenehm zu gruseln. Vor 50 Jahren, der Krieg war also noch gar nicht so lange vorbei, ging Aktenzeichen XY zum ersten Mal auf Sendung. Verbrechensbekämpfung über den Bildschirm, das war die Idee. Und dann kamen so schöne Fragen wie, wer kennt diesen alten Meisel? Wer kennt die blaue Hose wieder? Und dazu der Sprecher aus dem Off mit dem prophetisch düsteren Satz, als Herr Fleischmann an diesem Wintertag aufsteht, ahnt er nicht, was ihm an diesem Tag noch bevorsteht. Dass wir morgens nicht wissen, was uns abends bevorsteht, ist ein Schicksal, das wir alle ein bisschen mit Herrn Fleischmann teilen. Und vielleicht ist es ja genau das Erfolgsgeheimnis von XY. Bis heute sind wir alle ein bisschen Herr Fleischmann, wenn wir Aktenzeichen gucken. Herzlich willkommen also einer echten Aktenzeichen-Legende. Sabine Zimmermann, freue mich sehr, dass Sie da sind.
als Herr Fleischmann. Es war wirklich so, ne? Diese. Ja. Damit hatten Sie mich eigentlich immer schon. Aktenzeichen war so wirklich Teil meiner Jugend. Nico nicht, er ist zu jung dafür. Aber meines Aufwachsens ja. Und dieser erste Satz, als Herr Fleischmann aufstand, wusste er nicht, dass er diesen Tag nicht überleben würde. Da war ich schon fix und fertig. Mit diesem fix und fertig ist mein Vater auch quasi aufgewachsen oder später alt geworden. Ja. Weil ganz viele Leute, die ihm begegnet sind, gesagt haben, oh Herr Zimmermann, immer wenn Sie da waren, da hat es mich gegruselt. Mit Ihnen bin ich groß geworden. Ich durfte ja nicht gucken, aber ich habe dann immer oder hinterm Sofa. Und das hat er 100-mal gehört. Und ich jetzt zum 50-Jährigen bestehen. Natürlich auch, ja. Ich habe es auch jetzt oft gehört. Ich kenne Leute, die sagen, sie haben das einfach immer nur, weil die Eltern es nicht erlaubt haben. Die haben das einfach durch einen Spalt in der Tür geguckt. Die kennen also nur einen Ausschnitt von Eduard Zimmermann, sozusagen. Vielleicht die rechte Hälfte des Gesichts. Am Anfang war er auch ein bisschen dicker, da hat es ihm vielleicht ganz gut gefallen. Ja, genau. Welche Erinnerungen haben Sie an den Beginn auch dieser Sendung? Beziehungsweise, was war die Idee? Was sollte das werden? Also angefangen hat es ja eigentlich, also XY war ja aufgebaut auf Vorsicht Falle oder eine logische Folgerung. Angefangen hat es mit Vorsicht Falle, weil er selber betrogen worden ist. Mhm. Ihr Vater ist selber betrogen worden? Ja, er hat ein Haus gekauft, ein Fertighaus ohne Dach. Also da erinnere ich mich noch dran. Das ist nicht gut im regnerischen Deutschland. Nein, und es hat dann auch geregnet. Und das heißt, Vorsicht, Falle war sozusagen die Rache Ihres Vaters an diesen Betrügern, ja? Kann man so sagen, beziehungsweise er hat gesagt, also wenn ich reingelegt worden bin, dann kann das anderen auch passieren. Okay. Und dagegen muss man was tun. Und das war auch recht erfolgreich. Und hat er gesagt, naja gut, wenn ich was gegen Betrügereien tue, dann könnte ich ja auch was gegen Kapitalverbrechen tun. Und dann ist er auf dem kleinen Balkon also stundenlang auf und ab gegangen. Und dabei ist dann die Idee von XY entstanden. Okay, und wir schauen mal rein, wie Ihr Vater das in der allerersten Sendung, und das ist tatsächlich etwas mit hohem Kultfaktor, wenn wir das jetzt gleich sehen, Ihr Vater in der allerersten Sendung das erklärt. Und ein Stativ spielt auch eine große Rolle in der ersten Anmoderation und wertvolle fotografische Tipps übrigens auch. Schauen Sie mal. Wer ist denn auf dieses schmale Brett gekommen, das Fahndungsfoto vom Bildschirm abzufotografieren? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also er hat schon auch gerne fotografiert und er war ja immer recht belehrend. Und da hat er wahrscheinlich gemeint, er muss es halt ganz idiotensicher machen. Ich habe das ewig selber nicht gesehen, also ich muss selber lachen. Ist herrlich, ja. Ja, ist denn überliefert, ob da Fotos wirklich eingeliefert oder eingeschickt wurden? Ja, sind tatsächlich. Sind. Ja. Also viele auch, bevor es dann so Videogeräte gab, wo man sich die Sendung aufnehmen konnte, haben also dann tatsächlich auch mit dem Videogerät sich die Sendung also abgefilmt. Also ganz verrückt. Also das kann man sich heute wirklich gar nicht vorstellen. Ist eine andere Zeit, ne? 50 Nico. Jahre. Für die Jugend, die gerade zuschaut, dürfte ich bitte fragen, was ein Fernschreiber ist. Und bei der Gelegenheit erklären Sie auch noch gleich, was ein Videorekorder ist. Ja, vielleicht auch nicht so schlecht. Ja. Ein Fernschreiber ist... Herr Brechtgen, möchten Sie lösen vielleicht? Oder? Ja, Frau Zimmermann kann das sicher auch. Aber nein, gerne. Sie, was ist ein Fernschreiber? Wie beschreibe ich das? Ist ein Telefon für Schriftliches im Prinzip. Also man von einem Ort zum anderen, was dann später ein Fax war. Das ist dann einfach über... Also der Fernschreiber war noch vor dem Fax, ja? Ja, vor genau. dem Fax und vor der Mail. Wir kommen hier auf ganz dünnes Eis, merke ich gerade. Jetzt müssen wir wieder erklären, was ein Fax ist und solche Sachen. Kurz nach Beginn der Sendung gab es dann auch gleich den ersten großen Erfolg. Und zwar in folgender Geschichte. Wir schauen mal rein. Ich habe das gerade noch gesehen. Man war damals wenig zimperlich mit sehr deutlichen Beschreibungen. Ne? Der Mörder mit den Wurstfingern. Der war das, ja? Wahnsinn. Bevor Sie, Frau Zimmermann, bei XY als Co-Moderatorin Ihres, ich dachte immer Vater, aber Eduard Zimmermann war hier Stiefvater, ne? Richtig, ja. Aber für mich war er mein Vater, weil er hat die ganzen Probleme mit mir durchmachen müssen. Also. In welchem Alter, wenn ich fragen darf, kam dieser Vater? Also ich glaube, er kam zu uns, da war ich 6 und mit 8 oder 9 bin ich dann adoptiert worden. Okay, aber Sie haben das immer als wirkliches Vaterverhältnis so wahrgenommen? Absolut, er hat auch immer von Ihnen als Tochter gesprochen, meine Tochter Sabine und so weiter. Also da war auch kein großer Unterschied, das war wirklich wie mein Vater, also mit der ganzen Strenge oder mit dem ganzen Liebevollen, also mit allem drum und dran. Volker, Sie haben das mal gesagt, mit einem Typen wie meinem Vater zusammenzuarbeiten, das ist nicht immer... Es war eine Herausforderung, ja. Und jetzt hört Nico Rosberg ganz genau zu an diesem Punkt. Ja, ich weiß.
Ja, ja, deshalb habe ich mich ja auch erst getraut, als ich 30 Jahre alt war, in die Firma meines Vaters einzusteigen, weil ich gedacht habe, jetzt bin ich kräftig genug, um mich dann auch gegen ihn durchzusetzen. Es ist mir dann auch teils gelungen. Teils. Und wenn wir Diskussionen hatten, dann haben wir sie in der Kneipe ausgefochten. Das heißt, Sie sind dann zusammen einen trinken gegangen, ja? Ja. Okay, ich verstehe. Verstehe. Also schon massiver, ja, heißt das. Ja, also wir hatten schon große Probleme. Also erstens ist es sowieso, wenn Kinder in der Firma des Vaters oder der Eltern arbeiten, werden sie immer etwas strenger beäugt. Wir hatten also ein großes Büro und hatten, glaube ich, 3 oder 4 Toiletten in diesem ganzen Gebäude. Und dann wurde gesagt, wieso bist du heute auf die Toilette gegangen? Der hat gesagt, weil ich da jetzt gleich eine Besprechung habe. Ja, aber gestern warst du auf der. Ja, da hatte ich dort eine Besprechung. Also es war auch schon von den Kollegen her ein bisschen strenger, was sich aber sehr schnell gegeben hat. Mhm. Und natürlich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wurde ich vom Vater natürlich ein bisschen mehr gerügt als andere. Auch vor allen anderen in der Redaktionskonferenz dann? Naja, wenn wir dann gerade da saßen, ja. Aber der arme Kerl musste halt auch ein bisschen einstecken, weil montags war er immer sehr unausstehlich. Montags? Weil er da immer montags, da hatte er immer das Gefühl, dass er sein Wochenpensum nicht schafft. Und da war er wirklich grätzig. Und dann haben wir uns alle weit weggesetzt. Und die Einzige, die dann irgendwelche frechen Bemerkungen gemacht hat, war ich. Aber nicht so, dass ich in seiner Reichweite war. Und habe das dann versucht, ein bisschen aufzulockern, indem ich ihn ein bisschen gefoppt habe. Und ab Montagmittag ging es dann auch, weil dann wusste er, hatte gute Leute um sich herum und er schafft sein Wochenpensum. Etwas, was mir auch völlig neu war, was ich erst jetzt in der Beschäftigung mit Ihrer Geschichte erfahren habe, auch Ihr Vater war ja einer, der, sagen wir mal, durchaus auf bestem Wege war, mal selber zur Fahndung aufgerufen oder ausgeschrieben zu werden bei Aktenzeichen, ne? Naja, wenn es das früher gegeben hätte, möglicherweise ja. Ihr Vater vielleicht da aufgetaucht? Er hatte große Angst, dass er ein bisschen abrutschen würde, aber nun war das auch eine ganz andere Zeit damals. Genau. Also mit Zigarettenschmuggel und Lebensmitteln und so weiter. Und dann, gut, er ist ja dann später auch ins Gefängnis gekommen, aber das war Bautzen. Es war also wegen angeblicher Spionage. Das ist nur wieder was. Aber die Geschichte ist wahnsinnig spannend, ne? Also erst hat er beim Zirkus gearbeitet, also in diesen Nachkriegswirren, ne, sozusagen. Ja. Hat dann eine beachtliche Karriere als Schwarzmarkthändler gemacht. Da war er, glaube ich, ganz gut. Da gab es dann irgendwann mal tatsächlich Gefängnis. War dann im berühmt-berüchtigten Santa Fu hier in Hamburg. Ja. Einige Monate lang. Mhm. Und hat sich dann einen, Achtung, falschen Pass besorgt und ist nach Schweden ausgewandert. Ja, also was blieb dem armen Kerl anderes übrig. Ja, eben. Ja. Mhm. Genau. Weil sonst noch mehr Gefängnis gedroht hätte? Oder was war der Grund? Och, es hat sich so ergeben. Außerdem war in Schweden, glaube ich, ein Mädel. Das hat ihm ganz gut gefallen. Okay, spontane Liebe zu Skandinavien, sagen wir mal. Ja, okay. Sagen wir es mal so. Ja. So, und dann in Skandinavien, und das ist wirklich der interessanteste Teil dann, wird er Journalist, wird von einer schwedischen Zeitung in die sowjetische Besatzungszone geschickt, um von dort eine Reportage zu machen. Richtig. Und wird dann als vermeintlicher Spion zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Da war er, glaube ich, 19 oder 20. Und sitzt wie lange wirklich im Knast? 5 Jahre. Er hat 5 Jahre gesessen, hat sich dann gleich mal, und das war Bautzen, also man ist nicht zimperlich mit ihm umgegangen. Das war auch zur gleichen Zeit damals wieder Kempowski, nur im anderen Bau. Und hat sich gleich einteilen lassen. Walter Kempowski, ja? Ja. Der berühmte Schriftsteller. Ja. Und hat sich dann gleich einteilen lassen als Laufbursche zur Essensausgabe. Da hat er zwar die meisten Schläge gekriegt, und zwar von den Mithäftlingen, weil entweder die Suppe war zu kalt, hat nicht geschmeckt, oder es war zu langsam oder wie auch immer. Mhm. Aber er hat auch ein bisschen mehr zu essen bekommen, damit er eben kräftig genug war, diese großen Töpfe auszutragen und so. Also da hat er wohl viele Schläge gekriegt. Für ihn selber war es aber eine Zeit der Besinnung, sagt er. Und er hat es einfach angenommen und ihn hat es stark gemacht, sagt er. Leiden angenommen, wird später noch mal ein Thema sein heute in der Sendung. Richtig, ja. Haben Sie das Gefühl gehabt, das hat ihn irgendwie gebrochen, diese Zeit? Also kam da ein... Nein, ganz und gar nicht. Nein, das hat ihn hat es stärker gemacht. Mhm.
Ich musste ihm das einfach so abnehmen als Tochter, weil ich kannte ihn ja vorher nicht. Das habe ich ja dann auch erst im Buch gesehen. Das, die Geschichte hat er nie erzählt vorher? Nein, die Autobiografie ist ja auch ein bisschen so entstanden, als ich sagte, er wurde dann älter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wenn du mir nicht ein bisschen mehr von dir erzählst, dann bist du eines Tages nicht mehr und dann weiß ich nichts. Und dann sage ich, schreib mir doch mal was auf. Nun war er ja immer so ein hundertprozentiger. Und dann hat er dann gesagt, ja, mache ich. Und ein paar Tage später kam, du, ich mache eine Autobiografie. Ja, habe ich gesagt, dann mache eine Autobiografie. Und da hat er dann noch mal so seine ganze Kraft und Erinnerung. Ich glaube, es hat ihm selber auch geholfen, dann letztendlich, ganz zum Schluss ist er ja dement geworden, damit umzugehen und sein Leben nochmal aufzuarbeiten. Und mir und den anderen hat es wirklich geholfen. Diesen Menschen auch zu verstehen. Das ist auch so eine Zeitreise gewesen. Ja, ja. Das war schon interessant. Ja. Findest du auch ungeheuer souverän, wenn einer in einer Autobiografie, man hätte ja doch ganz leicht einfach wegschweigen können, diese Geschichten. Wenn einer souverän genug ist, sein Leben dann irgendwann auch unter dem Eindruck dieses öffentlichen Bildes, das es ja von ihm gibt, so ehrlich zu reflektieren und zu sagen, das gab's da und Santa Fu war da und dann gab's auch noch Bautzen. Ja, aber so war er gestrickt. Gibt es einen Fall, der Sie in all den Jahren, der Sie jetzt eigentlich manchmal noch einholt? Sie sind ja eine von denen, die nicht in dieses berühmte schwarze Loch gefallen sind und sagen, nein, ich bin mich sehr gerne zurückgezogen nach einem sehr, sehr arbeitsreichen Leben, leben jetzt teilweise auf Mallorca, pendeln zwischen München und Mallorca. Das klingt nach einem angenehmen Leben. Gibt es Bilder oder eine Geschichte, die immer wieder auftaucht oder ab und zu mal auftaucht? Also ich habe natürlich ganz viele grausliche Geschichten gesehen und bearbeiten müssen. Aber eine Sache, die dann Gott sei Dank auch aufgeklärt wurde, war mal ein Freigänger, der eine ganze Familie missbraucht hat. Also wirklich vom Kleinkind bis zur Großmutter. Und danach dann wieder seelenruhig einpassierte. Und die Sendung wird ja auch im Knast gesehen, also im Gefängnis. Und normalerweise wäre ein Freigänger, das ist zwar auch alles registriert, aber nicht so schnell rekonstruiert, war der jetzt draußen oder nicht. Aber sein Zellengenosse hat gesagt, weil dieser Täter hatte eine ganz bestimmte Tätowierung. Und er hat gesagt, also der war doch heute Nacht oder heute tagsüber, weil es war ein Tagverbrechen, der war doch draußen und so ist es aufgeklärt worden. Und dass diese ganze Familie, die das alles miterleben muss. Das waren also wirklich eben alles Frauen und Kleinkinder und Großmutter. Das muss so furchtbar gewesen sein. Also das hängt mir noch ein bisschen nach, ja. So, und auch aus solchen Geschichten heraus ist dann, glaube ich, auch der Weiße Ring mit entstanden, ne, den Ihr Vater ja auch mitgegründet hat. Also sozusagen etwas, finde ich, was man wirklich auf der Habenseite dieser Sendung verbuchen muss, dass Sie nie den Blick auf die Opfer tatsächlich aus den Augen verloren das haben. War ne? Aus der ganz Perspektive richtig. Haben Sie das immer erzählt. Ja. Frau Zimmermann, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. 50 Jahre Aktenzeichen XY. War schön, mit einer Frau mal zu sprechen, die diese Sendung wirklich über so viele Jahre geprägt hat. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Nico Rosberg ist bei uns. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt, Nico. 32 Jahre alt. Ehemaliger Formel-1-Rennfahrer steht hier oben drüber. Das Sonntag, stimmt, ja. Großer Preis von Texas. Hast du es verfolgt? Ich habe es verfolgt, ja. Das ist auch schön, dass ich sagen kann, mir macht es wirklich Spaß, ja, die Rennen zu verfolgen. Es ist auch ein Riesenjahr gewesen, auch für Deutschland. Ja. Sebastian, Mercedes und so weiter. Absolut. Schade ein bisschen, dass die Spannung jetzt raus ist. Ja. Hätte noch ein bisschen länger gehen können, finde ich, vielleicht bis zum letzten Rennen. Aber war trotzdem toll. Und es kribbelt da nie, noch mal einzusteigen, mitzufahren? Da fährt man doch gedanklich mit. Ich meine, du kennst doch diesen Kurs in- und auswendig. Anfang des Jahres, so bei den ersten 5, 6 Rennen, da habe ich einen Adrenalinschub gehabt noch, ja, als ich mir den Start angeschaut habe. Mein Körper hat, glaube ich, noch nicht realisiert, dass ich nicht mehr da drin sitze. Also es ist Schwitzen vom Fernseher, ja? Wirklich, ja. Also unerklärlich, ja. Aber jetzt ist es okay und nee, für mich ist das wirklich total abgehakt. Und nein, fühle mich wohl. Bin auch ehrlich gesagt über Texas gestolpert, weil mir einfiel, dass du irgendwann mal gesagt hast, es gab viele Tiefpunkte wirklich auch in meiner Karriere. Es war ein wahnsinniges Auf und Ab, ähnlich wie bei Patrick Lange, so ein langer Ironman, wo es auch immer rauf und runter geht. Aber in Austin, Texas, da gab es den einen Moment, wo ich irgendwann mal dachte, jetzt schmeiße ich alles hin, ich kann nicht mehr. So schlimm auch wieder nicht. Ja. Aber so hast du es beschrieben, so ähnlich. Ja, vielleicht heute aus der Distanz ist es ein bisschen angenehmer. Also ich bin schon ein Kämpfer. Ja. Also hinschmeißen ist bei mir, das wird schon nicht passieren.
Aber es war schon sehr, sehr dunkel, ja? Weil es war die zweite Niederlage gegenüber Luis. Und auch so, wie die Niederlage kam, durch einen doofen Fehler von mir, ja? Und dann, wie das Ganze sich aufgebaut hat, das war schon heftig für mich persönlich. Mhm. Aber im Nachhinein ein Geschenk. Ja? Niederlagen sind auch ein Geschenk. Das Leiden danach sind Geschenke, weil da steigert man sich am meisten. Ja? Und ich habe da eine Motivation rausgeschöpft. Ich wusste gar nicht, dass ich das in mir habe. Ja? Und die nachfolgenden 7 Rennen habe ich alle gewonnen, hintereinander weg. Ja? Und danach... und danach dann auch die nächste Weltmeisterschaft. Genau. Aber nimm uns mal mit, wie macht man das? Also wenn du an dem Tiefpunkt angekommen bist, von dem du heute sagst, aufgeben war nie das Thema, so habe ich es auch nicht verstanden. Aber es war so ein Punkt, an dem du das Gefühl hattest, ich laufe da die ganze Zeit gegen die Wand. Und irgendwie ist diese Wand immer beschriftet mit dem Namen Hamilton. Ja? Und ich komme da einfach nicht weiter. Wie schafft man es dann, die nächsten 5 oder 7 Rennen hintereinander weg zu gewinnen? Ja, da gibt's jetzt kein magisches Rezept, ja. Es ist halt immer weiter glauben, ja, und immer weiter sich den Herausforderungen auch stellen, ja, und weiter kämpfen. Und ich bin auch fest der Überzeugung, und das habe ich jetzt an mir gesehen, dass wenn man sich wirklich da voll reinhängt, irgendwann wird man dann auch dafür belohnt, auch wenn es so lang wie ein Ironman sein kann dann, das Ganze. Dieses Thema, dieses Leiden, du hast es eben auch schon angesprochen, sagst, dieses Leiden muss man annehmen. Warum ist das so wichtig? Also das ist ein größeres Thema, was ich auch für mich jetzt entdeckt habe. Genau, deswegen würde ich gerne mit dir darüber reden. Ich habe für mich gelernt, dass ich mich in mein Leiden und in die schwierigen Situationen reinsetzen muss, weil nur da steigere ich mich als Mensch. Ja? Zum Beispiel, ich konnte früher... ich konnte nicht auf der Bühne stehen früher und vor jetzt meiner Klasse oder so einen Auftrag halten. Ja? Das ging überhaupt nicht. Aber ich habe, dieses Mal auch ein bisschen durch... ich musste es machen, ja, immer wieder auf die Bühne durch meinen Sport und so und hier sitzen bei dir. Ach, das ist und heutzutage, weil es halt immer wieder gemacht hat, ja? Ja. Man gewöhnt sich daran und jedes Mal ist das Leiden ein bisschen weniger und es wird ein bisschen einfacher und das gibt also erstmal wachse ich als Mensch und es gibt mir auch echt, das ist auch dann Wohlempfinden, weil man, das ist ein tolles Gefühl, wenn man merkt, dass man sich steigert als Mensch. Ja? Du sagst so sinngemäß, und die Frage wäre, hat dir das dieser japanische Zen-Meister beigebracht? Du sagst, wenn wir leiden, dann wollen wir das ändern. Und das ist für uns die ultimative Motivation, sozusagen an uns zu arbeiten. Genau, ja. Mhm. So ist es auch. Ja. Wie bist du auf diesen japanischen Zen-Meister gekommen? Ich bin immer sehr interessiert gewesen in meiner persönlichen Weiterentwicklung auch. Ja? Und da gebe ich mir immer sehr viel Mühe, habe ich gemacht und mache ich auch jetzt noch. Und dann insbesondere auch jetzt dann im letzten Jahr, als es um die WM ging. Ja? Und ich wirklich noch mal diese 1-2% rauskitzeln wollte und musste. Ja? Weil um diesen netten Luis zu schlagen, der mein Teamkollege war, ja, da musste ich alles rausholen. Weil der ist echt also sehr, sehr stark unterwegs, wie wir alle wissen. Ihr kennt euch ja auch schon so lange, ne? Ja, das ist eine tolle Geschichte. Wir sind als 14-Jähriger sind wir schon gegeneinander gefahren und waren Teamkollegen im Mercedes-Benz McLaren Go-Kart-Team. Und saßen im Urlaub und haben gesagt, stell dir vor, wenn wir in 15 Jahren mal im besten Formel-1-Team um die WM fahren. Und dann 15 Jahre später war es tatsächlich im Ernst, das habt ihr euch so ausgemalt, ja? Wirklich. Aber mit 14, Nico, wir kommen jetzt kurz ab, aber wir nehmen den Faden gleich wieder auf. Aber mit 14 war dann noch ein Lächeln, als man, das, wenn man so ein bisschen. Das meine ich. Hat, ja? Mit 14. Da war dann kein Lächeln mehr. Das meine ich. Mit 14 ist man noch befreundet, oder? Da kann man noch rennen, fahren gegeneinander und befreundet das sein. Das Bild ist ja genial. Das sagt ja schon alles. Das Bild ist ja. Mit 14 waren wir noch wirklich sehr, sehr gute Freunde, ja. Ja. Und das kann ja wieder kommen, wer weiß, in der Zukunft. Ja, also warum nicht? Also, ihr arbeitet gerade dran, um solche Bilder nicht mehr entstehen zu lassen hier? Wir sind ja wirklich jetzt keine Rivalen mehr. Ja? Ich bin ja wirklich komplett raus. Und deswegen, das ändert schon sehr, sehr viel. Ja? Und ich sehe jetzt nicht, warum wir nicht auch mit der Zeit wieder gut klarkommen können. Ja? Also das heißt, bin ich offen dafür. Rufst du ihn dann auch mal an und sagst, Mensch, Luis, wie läuft es? Soweit sind wir noch nicht. Gib uns noch ein bisschen Zeit. Ja, guter Einstiegssatz wäre Luis alte Rinde. Damit kann man immer weit kommen. Wie geht's denn so? Zen-Meister war das Stichwort. Ja, wie bist du auf den gekommen? Weil das ist doch eigentlich in diesem Macho-Sport Formel 1
Du hast das, glaube ich, mal so sinngemäß gesagt, wenn du da zugibst, dass du einen Gehirndoktor brauchst, bist du raus. Kannst auch Friseur werden als nächstes. Das stimmt, so ist das. Ja. Und ich war dann tatsächlich jetzt einer der Ersten, der das auch verfolgt hat in unserem Sport. Und mentales Coaching. Ich habe einen Mentaltrainer genommen, ja, und habe da auch intensiv dran gearbeitet dann letztes Jahr. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel gebracht. Schon allein für das ganz Große. Und das ganz Große ist das Leben vereinfachen, Fokussierung. Ja, und schon allein diese Sachen, das habe ich gelernt dadurch. Ja. Mach's mal konkret, Nico. Wie macht er das? Benutzt ihr sowas auch, also Mentalcoaching, Patrick? Ich noch nicht. Das ist noch eine Ressource, die wir noch nicht angezapft haben. Aber ich höre sehr interessiert zu. Ja. Also ich finde es super interessant. Also die Fokussierung ist natürlich für uns auch ein großes Thema. Und das ist das Stichwort, ja? Es geht um Fokussierung. Also ultimative Konzentration. Das ist dann im Detail ist es dann die Aufmerksamkeit, die man trainiert. Ja, indem man sich immer wieder, also es ist ein Training, man nimmt sich Zeit dafür, jeden Tag, um die Aufmerksamkeit zu trainieren. Mach's mal konkret. Man sitzt jetzt nicht da und versucht ins Nirvana zu gehen oder so. Ja? Ja. Das ist Training. Ja? Und ich bin aufmerksam, was ich fühle, was ich denke. Und das ist halt, das ist Präsenz letztendlich. Und wenn man lernt, das immer also auszubauen im Tag und mehr Zeit präsent zu sein am Tag, dann gibt das schon, also mir hat es sehr, sehr viel gebracht. Ja. Und auch in den entscheidenden Momenten dann, ja, ich meine, 20 Jahre Karriere sind dann letztendlich auf 2 Runden hinzugegangen. Ja. In Abu Dhabi dann. Beim letzten Rennen, ja, wo Louis vor mir ist, ich bin Zweiter, 2 Verrückte hinter mir. Sebastian Vettel und der Holländer. Der Verstappen. Darf man das so sagen? Ja. Hier in Deutschland kann man das ja so sagen. Sebastian Vettel und der Holländer. Wir wissen ja, dass die Holländer ein bisschen verrückt unterwegs sind, auf der Autobahn auch. Ja. Aber langsam. Langsam, ja, okay, auf der Rennstrecke weniger. Ja. So, und es kam halt alles wirklich auf diese 2 Runden, ja. Und das ist eine Intensität, also unbeschreiblich. Es ging nur, um die Situation einmal kurz zu erklären. Ja. Du musstest mindestens Dritter werden oder Zweiter? Dritter werden, ne? Du warst an zweiter Position. Ja. Vor dir fährt besagter Lewis Hamilton, der Freund aus dem Sandkasten. Zu dem Zeitpunkt mochte die aber euch nicht so richtig. So, und der ist eigentlich relativ weit vorne. Nein, der ist direkt vorne. Nein, ich weiß, aber genau. Vorher, ne? Relativ weit vorne. Und im Grunde müsst ihr einfach nur dieses Rennen nach Hause schaukeln. Dann wird er Erster und du Zweiter und du bist Weltmeister. Genau. Und dann macht der was absichtlich? Er zieht die Handbremse an und fährt Schneckentempo. Absichtlich. Vorneweg, ja, aber sehr gekonnt, sodass ich nicht vorbeikam. Und damit alle schön dann hinten aufschließen. Alle von hinten auf. Und dein Zweiter und auch Dritter Platz ist in akuter Gefahr plötzlich. Genau. Weil die 2 sind direkt hinter mir. Ja? Und es ist wirklich so ein minimaler Fehler und das war's gewesen. Ja? Und in dem Sport weiß man nie, ob man noch mal eine Chance bekommt. Du kannst den heißen Atem des Holländers schon spüren. Genau, ja? Der war direkt hinter mir. Ja. So, und in dem Moment bin ich überzeugt, dass es mir einfach diese 2% an mir gegeben hat, diese Fehler nicht zu machen. Ja? Wie behält man da wirklich den Fokus? Ich meine, es ist mir nicht gelungen in dem Moment, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, all mein Training hat mir dann in den Sekunden jetzt vom Fokus her nicht viel gebracht, weil da war einfach rotes Mist oder Adrenalinspiegel auf Hochtouren und intensiv und so weiter. Aber was ich habe mich gefragt, was macht man mit dieser unfassbaren Wut? Ich glaube, ich wäre ausgestiegen und nach vorne gelaufen, hätte mir diesen Typen gegriffen. Da wäre mir der Holländer und alle anderen egal gewesen. Ernsthaft, diese Wut, was machst du mit dieser Wut? Du nimmst sie an? Das hat mein Vater mir auch gesagt, der hätte das auch so gemacht. Ja? Ja. Der wäre hinten drauf gefahren und hätte sichergestellt, dass alle abgeräumt sind. Ja. Aber ich bin anders. Ich bin da nicht so einer, der dann impulsiv wütend wird. Ja? Ich verarbeite das eher in mir drin. Und dann Gott sei Dank in dem Moment, würde ich mal sagen. Das ist bewundernswert. Also da die Emotion wirklich außen vor zu lassen, weil man weiß, worum es geht, ne? Ich meine, du hast 20 Jahre darauf hingearbeitet hast es sozusagen in 2 Runden, hast du die Katze im Sack oder es ist gelaufen. Genau. Und ich hatte schon 2-mal verloren davor und ich wusste, wie ekelhaft das ist. Und das kommt dann auch noch mit rein. Ja? Ich noch mal verlieren, das wäre gar nicht gegangen. Also das wäre Horror gewesen. Hast du dir was überlegt für den Fall, dass das schief geht?
Nein, das kommt dann auch wieder ins Mentaltraining rein. Das ist diese Visualisierung von den Positiven. Ja? Dass man sich visualisiert, tolles Rennen, Sieg und so weiter. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil davon. Das heißt, man lässt den Gedanken gar nicht zu. Ja? Und die Aufmerksamkeit, weil der Gedanke, der kommt natürlich. Ja? Die Angst, dass man verliert oder so. Und da kommt die Aufmerksamkeit wieder. Ja? Aufmerksam, dass der Gedanke da ist, dass man auf einmal sich schlecht fühlt. Und dann kann man mit Training auch sich ein bisschen da wieder rausarbeiten. Dauert lange, das ist nicht einfach. Und ich bin jetzt nicht der Magier. Ich habe kleine Fortschritte gemacht. Aber diese kleinen Fortschritte, die haben mir dann ein bisschen was gebracht. Ja. Das heißt, das Gefühl, dass man dem anderen vor dem Rennen, dass man links und rechts ein paar, das geht dann weg, ja? Das ist instinktiv bei mir nicht ganz so drin. Okay. Ich bin da nicht so, das ist nicht so meine Richtung. Dein Vater ist da anders. Das ist ein heißblütiger Finne. Ja, das ist natürlich, die Finnen sind da ein bisschen anders. Da sehen wir ihn gerade, ne, deinen Papa. Genau, Keke Rosberg selber, 82, ne, Formel 1 Weltmeister geworden. Ja, das macht mich auch total stolz, dass wir beide das Gleiche halt auch geschafft haben. Ja. Ja, und wir können uns drüber unterhalten. Ja, klar. Ja. Wann hast du denn, du hast vorhin gerade gesagt, ne, also dieser Formel 1, da haben sich damals wirklich wahnsinnig viele Leute gefreut, aber dass da einer hingeht und so souverän sagt, Freunde, und das war's jetzt für mich. Ich fahre nie wieder maximal schnell im Kreis und ärgere mich auch über keine ankommenden Holländer, fliegende Holländer. Egal, ich bin raus aus diesem Geschäft. Ich krieg morgen richtig Social-Media-Probleme, glaube ich. Ich seh schon auf meinen Plattformen, da wird es richtig abgehen. Wir erklären dir. Nein. Ich habe nichts gegen euch. Na gar nicht, ach Quatsch. Das ist doch auch klar. Wir lieben die Holländer heiß und innig. Abgesehen davon, Holländer darf man eigentlich nicht sagen. Es sei denn, der kommt aus der Provinz Holland. Ja, das weiß ich gar nicht, wo Max Verstappen herkommt. Und ist ja auch Niederländer, um politisch korrekt zu sein. Und so weiter. Okay. Aber so weit wollen wir es heute nicht treiben. Wann hast du deinem Vater gesagt, das wird das letzte Mal sein für den Fall, dass es funktioniert? Das war schwierig, denn ich wollte meine Eltern vor meinem großen weltweiten Announcement, wie sagt man das, Mitteilung, anrufen. Und da habe ich aber zuerst meinen besten Freund angerufen. Und der hat mir dann erstmal, war eine Minute, kam gar nichts bei ihm. Ich habe gesagt, bist du noch da? Und dann sagt er zu mir, jetzt weiß ich, wie meine Schwester sich gefühlt hat, als Take That auseinandergegangen ist. Okay, das ist natürlich eine harte Ansage, ja. Er war ein Riesenfan auch, ja, klar. Ja. Da war ich erstmal am Boden. Also da dachte ich, oh Mann, was mache ich hier gerade? Und dann konnte ich meine Eltern auch nicht mehr anrufen, weil ich habe gedacht, das schaffe ich sonst nie. Ich kann nicht gleich auf die Bühne gehen und das für alle dann, wie sagt man das, announcen? Ja, Ansagen, verkünden. Ja. Genau, vor der Weltpresse und so. Also habe ich dann meinen Eltern nur noch geschrieben. Ich habe sogar nur meiner Mutter geschrieben, sag's bitte meinem Vater. Also du hast ihnen schon gesagt, was da gleich passieren wird, ja? Aber per SMS halt. Per SMS. So, und dann aber direkt danach habe ich dann angerufen und dann war es auch, erstmal war natürlich auch ein bisschen Schock. Auch bei meinem Vater, weil auch er war einfach ein Riesenfan, ja. Der hat einen Monster-Spaß dran, ja. Zu sehen, wie ich da gewinne und so. Und dachte er, das war ein Fehler? Ich denke mal, am Anfang hat er instinktiv gedacht, nee, das kann jetzt nicht richtig sein, das ist bestimmt ein Fehler. Aber dann mit der Zeit habe ich ihm das erklärt und dann hat er so verstanden, ja, also okay, wenn du meinst, dass du das, dass das dich, für dich der beste Weg ist und das dich glücklich macht, dann ist das völlig in Ordnung und dann hat er Verständnis dafür. Und besonders jetzt hat er sich auch total dran gewöhnt und beide meine Eltern und die finden das, also sind völlig in Ordnung damit. Und für meine Mutter ist es halt auch ganz toll, weil sie hat so viel gelitten die ganzen Jahre, ja. Sie hat nicht ein einziges Rennen von mir jemals gesehen. Das kann gesehen. Ich total verstehen. Also nicht ein einziges. Ich kann es auch verstehen jetzt. Ich habe jetzt selber zwei Kinder. Du bist gerade, übrigens darf ich kurz sagen, Papa einer 5 Wochen alten Tochter geworden. Genau, ja. Herzlichen Glückwunsch, ja. Dazu nochmal. So süß. Dankeschön. So süß. Ja, Riesenglück. Also das ist so schön. Ich habe so ein Glück, so eine tolle Familie zu haben und wir genießen das auch. Zwei Töchter, ne? Genau. Das heißt, jetzt 3 Frauen zu Hause, ja? Ja. Und das Allerschönste, wo wir, 3 Frauen ist es ja, das könnte schwierig werden teilweise manchmal, oder? Ja, ich weiß es nicht, ich habe da noch nicht so die Erfahrung. Das wird noch schwierig, oder? Ach, ist doch auch schön, oder? Ist doch schön. Aber das Schönste, wo wir auch Riesenglück haben, ist, dass unsere ältere Tochter die Kleine total liebt. Ja, ja? Super. Und das ist auch nicht gegeben, ja, weil oft gibt es ja Eifersucht und so. Das hat so eine Kraft, das zu sehen, ja, wie sie die in den Arm nimmt und so, also wunderschön. Hat das eigentlich eine Rolle gespielt auch bei dieser Entscheidung? Ich meine, die eine Tochter war ja schon da.
Also die größte Sache für mich war, dass meine Mission erfüllt war, ja, und mein Kindheitstraum und wo meine komplette Hingabe. Ja, das war für mich das perfekte Ende. Und um mein Formel-1-Buch zu schließen, besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Ja? Und das war der Hauptgrund. Und das sehe ich auch jetzt noch so, dass es wirklich richtig war, weil es mir so einen positiven Elan jetzt auch gegeben hat. Und natürlich aber auch, weil ich mich komplett hingeben musste zu diesem Sport, ja, um der Beste zu sein, mhm, um den Lewis zu schlagen. Da war wirklich dann auch Familie im Hintergrund. Ja? Und deswegen, das war auch ein Grund, dass ich mir jetzt da für die Familie mehr Zeit nehmen kann. Momentan läuft das aber gerade schief, ja? Wie das so ist in dieser neuen, in dem neuen Leben, weil momentan mache ich fast genauso viel wie vorher. Aber ich bin mir dessen bewusst und muss das jetzt bald wieder in Ordnung bringen, dass ich dann wieder mehr Zeit für die habe, weil es auch gerade so eine schöne Zeit zu Hause ist. Das glaube ich, reden wir auch gleich noch drüber, was du gerade machst. Weil du gerade sagst, dieses Mentalcoaching hat dich dann so weit gebracht, ja, dann auch noch mal diese 2-3% mehr zu geben. Das bedeutet ja im Zweifel auch aggressiver zu sein, härter zu sein, heißt auch mehr zu riskieren. Auch das, ja, auch das haben wir zusammen trainiert. Das kommt dann wieder in die Visualisierung rein, ja, einfach diese Aggressivität zu bringen und den Mut auch zu haben, den Mut zu nehmen. Ja. Das Aggressive auch, also in die Aggressivität reinzugehen. Ja? Und auch das hat mir wieder, denke ich, ein paar Prozent gegeben. Oft ist es auch dadurch sehr schief gegangen. Ja? Die Bilder haben wir vielleicht nicht, aber ja, wir haben uns auch öfters mal abgeräumt. Ja, ja. Zweimal sogar in dem letzten Jahr. Ja, man, du erzählst das so nett, aber das ist ja jedes Mal, ich meine, bei 300 heftig, Sachen. Heftig. Auch danach war es dann heftig. Ja? Im ja. Moment heftig und dann besonders aber auch danach intern. Sau schwierig, das dann auszuarbeiten. Das sind dann intensive Phasen. Fährt die Angst da immer mit tatsächlich? Oder ich habe mal mit Hermann Mayer darüber gesprochen, wie man es schaffen kann, die Hahnenkamm-Piste runterzufahren in Kitzbühel, die Streif. Unglaublich. Und er sagte zu mir, das ist etwas, was ich mir auch irgendwie vorstellen kann. Es gibt so Rennen, Abfahrtsrennen, zum Beispiel in Gröden, ja, in meiner Heimat in Südtirol. Das ist so eine Strecke, die ist legendär und berühmt und so weiter. Aber das ist etwas, da kann ich mir vorstellen, wenn man das 3 Monate ununterbrochen jeden Tag 5-mal übt, ja, dann traut man sich da irgendwann aufrecht vielleicht mal gerade runterzufahren. Ja. Hahnenkamm geht gar nicht. Das geht nicht. Und Mayer sagte damals, weißt du, das machst du einfach so. Helm auf, Visier runter, Gehirn aus. Und dann fährst du los. Naja. Ist das bei der Formel 1 auch so? Ein bisschen in die Richtung geht das schon, ja. Und man denkt auch, dass es, okay, mir wird es eh nicht passieren. Den Gedanken hat man dann auch, ja. Aber es gibt schon Momente, also ich bin nicht ganz so ein Draufgänger wie manch andere von meinen Kollegen. Und da ist bei mir schon manchmal der Gedanke auch gewesen, boah, also letztes Jahr Baku in Aserbaidschan, ja, Stadtkurs, da sind wir mit 365 auf der Geraden unterwegs gewesen. Ja? Und links ist eine Mauer, die ist kerzengerade zu mir, ja, weil es die Boxeneinfahrt. Also wenn da irgendwas schief geht. Wie weit geht, ist die weg? Ja, 10 Meter oder 15 Meter. Bei 365. Und da ist mir dann schon im Rennen jede Runde durch den Kopf gegangen, als ich bei der da vorbeigefahren bin. Nee, also das ist jetzt nicht so mein Fall gerade hier. Wahnsinn. Aber okay, es hat gereicht, dass ich trotzdem noch auf dem Gaspedal geblieben bin. Und hast gewonnen, oder? Ich hab gewonnen, ja, an dem Tag. Du hast gewonnen? Ja, ja. Also verlangsamen hast du nicht. Und das ging ja bei dir schon sehr, sehr, sehr früh los. Wir müssen die Bilder einmal kurz zeigen, weil es so schöne Bilder sind. Das sind Originalaufnahmen von eurer privaten Kartbahn auf Ibiza. Wie alt warst du da? 6 Jahre alt. Das heißt, du bist quasi 25 Jahre bist du mit solchen... Ja, und dann 21 Jahre lang Rennen gefahren. Das heißt, der Klimawandel geht im Grunde allein auf dein Konto. Das kann man so sagen. Das ist jetzt aber nicht nett. Wir haben ja Hybridmotoren jetzt in der Formel 1. Genau. Also, wenn man dann das erste Mal, du warst ja ein unglaublich erfolgreicher junger Fahrer auch, ne? Hast alles immer gewonnen und dann plötzlich in der Formel 1 festgestellt, oh, das mit dem automatischen Gewinnen, das muss hier nicht unbedingt auch, so sein. Auch nicht einfach, ja. Ja. Wenn du das mal beschreibst, dieses Gefühl, wenn du das erste Mal in so ein Auto einsteigst, das 900 PS oder sowas hat, was ist denn das für ein Gefühl? Ganz ist das was süchtig macht? Ganz entscheidender Moment in meinem Leben auch. Ja? Da habe ich Formel BMW gewonnen mit 16 und dann hat BMW mir einen Formel 1-Test geschenkt damals. Und dieser erste Moment aus der Boxengasse raus, ja, ich komme von 160 PS auf 940 und ich voll aufs Gaspedal, ja, das war wirklich, also wie eine Rakete, ja, und das Gefühl, das hat mich so gepackt, da habe ich in dem Moment, in der Sekunde, das möchte ich machen in meinem Leben, da bin ich mir 100% ehrlich? Sicher. Ich würde da denken, das möchte ich nie wieder machen, nee. Da drauf kommen. Das war wirklich phänomenal. Ja? Wahnsinn.
Nico, und heute, was machst du jetzt? Ich meine, wenn man, du bist jetzt so jung, ne, 32, und hast sozusagen eine erste große Karriere wirklich hinter dir. Und das ist ja für viele Spitzensportler, ehemalige Spitzensportler, die große Frage, was kommt danach? Wird jemals wieder etwas kommen, was ich so gut kann wie das aus meinem ersten Leben? Ja, das ist die große Frage. Ich bin der Überzeugung, dass etwas kommen wird und dass ich auch das Zeug dazu habe, irgendwas anderes Großes noch zu erreichen. Mhm. Dieses Jahr war eigentlich eine sehr große Entdeckungsreise auch für mich. Sehr, sehr spannend. Vieles erlebt schon. Also zum Beispiel auch diese ganze Startup-Welt, die fasziniert mich, weil als Autofan, und die Autos werden die Welt verändern jetzt bald. Ja, wir gehen auf elektrische Autos, aber viel mehr noch gehen wir in Richtung autonome Autos. Da drückt keiner mehr bei 900 PS einfach drauf. Und das wird unsere Leben ja verändern. Ja? Einfacher machen, effizienter, die Welt verändern. Und deswegen ist das sehr, sehr spannend. Da passiert auch viel. Und da steigere ich mich jetzt gerade rein. Finde ich auch ganz toll. Und da lernt man auch sehr, sehr viel. Also du engagierst dich da auch finanziell, ja, als Unternehmer sozusagen. Und okay. mit meinem Wissen und so. Das ist total spannend. Was, wenn du ein Projekt mal nennst, wo du dich engagierst, als Beispiel jetzt mal, was sind das für Ideen? Ja, das ist zum Beispiel jetzt Busse, die man, wie Uber, die man teilt. Oder zum Beispiel diese ganzen elektronischen Zapfsäulen, wie nennt man das? Auf ja, Deutsch, ja, Zapfsäulen, ja, ja. Weil oder Ladestationen. Das kommt jetzt auch in der großen Welle nach Deutschland. Ja? Das ist jetzt gerade die Phase, wo diese ganze Infrastruktur aufgebaut wird. Ja? Und deswegen sind das sehr interessante Momente. So diese Momente Supercharger, gerade. Ja, diese genau, schnellladenden. Ja, ja, genau. Ja. So, und das ist ein Thema. Und dann das weitere Thema ist, wo ich jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr viel Zeit aufbringe, ist selber Fahrermanager zu sein. Und da habe ich Kubica heißt der. Und da verbringe ich jetzt sehr viel Zeit mit. Und ich versuche den gerade zu unterstützen auf seinem Weg zurück in die Formel 1. Ja, sehr gut. Ja. Und vielleicht. Vielleicht braucht ja auch ein gewisser Lewis Hamilton noch mal so einen Berater, so einen Mentalcoach, irgendwie einen, der mal so ein bisschen hilft. Ja, ich glaube, der fährt schon ganz gut alleine momentan. Ja, ne? Das läuft schon ganz gut. Findest du solche Typen eigentlich auch gut? Der ist ja rücksichtslos, ne? Der ist anders als du. Ich respektiere das, ja. Weil der geht seinen Weg, der macht sein Ding. Und dafür habe ich sehr, sehr viel Respekt. Weil das ist schon eine tolle Eigenschaft letztendlich. Und natürlich, viele mögen jetzt nicht, was genau er macht und wie er so ist, ja. Aber das ist dann Ansichtssache. Aber dass er so seinen Weg so geht, das finde ich schon cool. Ja, super. Finde ich auch das sehr souverän, das so zu sagen über jemanden, wir haben gerade gesehen, nett war der nicht zu dir. Gleich sage ich dann die Wahrheit nachher. Ja, genau, hinter den Kulissen. Wobei, ich weiß ja, dass du hinter den Kulissen genauso redest und das zeichnet dich ja auch aus. Sag mal, bist du Nico Triathlon-Fan? Ich bin großer Triathlon-Fan. Ich war sogar Triathlon-süchtig vor ein paar Jahren. Richtig mit Zeitung lesen und alles zur Perfektion und Training. Weil mein Physio ist großer Ironman-Triathlet. Ah ja? Und somit, der hat mich dann infiziert. Und es hat auch gut gepasst, weil ich muss sowieso fit sein für meinen Sport. Also ja. Damit hat es ganz gut reingepasst. Deswegen bin ich sehr begeistert, jetzt auch hier zu sitzen mit Patrick. Bin auch riesen Fan von dem, was Patrick jetzt... Hast du das verfolgt, ne, was er da gemacht hat vor 10 Tagen? Ja. Also, Patrick... Auch wir beide haben uns auf das Du geeinigt. Sportler haben es immer gerne, wenn man sie duzt. Ich nehme das Angebot natürlich gerne an, auch weil ich der Jüngere bin von uns beiden. Spaß. Wie würdest du das Erlebnis Ironman dem Nico oder auch anderen, also uns einfach beschreiben? Was passiert da auf dieser Strecke in diesen 8 Stunden? Ich finde vielmehr, der Weg auch zum Ironman ist das, was prägend ist. Der Wettkampf ist ja sozusagen nur die Krone, die man dann aufsetzt. Aber das ganze Training, der Mythos, diese aufopferungsvolle Arbeit, die man da rein investiert, das ist prägend. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten sozusagen ausmacht. Und dann, wenn man dann tatsächlich den Mut fasst und einen Ironman macht, ist natürlich das Allergrößte, das Finish. Das ist, glaube ich, wenn man dann einfach am Ende der Arbeit sozusagen ist und das genießt, die Finishline mit der Energie, die da herrscht, das ist der Wahnsinn. Lass uns doch mal kurz reinschauen, weil es so schön war. Sekunden vorher, weißt du, ahnst du, das geht heute gut für mich, da ist was drin, da geht was. Ich versuche diese Emotionen wirklich komplett auszuschalten. Also ich drücke da den Knopf fokussiert. Und bin völlig im Hier und Jetzt. Also ich konzentriere mich wirklich von einem Schritt auf den nächsten und versuche ganz die Emotionen rauszulassen. Ich glaube, es ist enorm wichtig, weil du über die 8 Stunden
permanent Entscheidungen treffen musst. Es ist Wahnsinn, wie man im Wettkampf über sich hinauswachsen kann. Ja, dazu muss man mal einmal zwei Eckdaten erklären für die wenigen, die es nicht wissen. Also letztes Jahr hat dieser junge Mann Folgendes gemacht. Du bist diese 3 Kilometer, fast 4 Kilometer geschwommen, dann 180 Kilometer Fahrrad gefahren und dann kommt ein Marathonlauf, von dem man sagt, jeder, der einen Marathon unter 4 Stunden läuft, ist ein sehr guter Läufer und jeder, der in irgendwas um 3 Stunden läuft, ist geradezu spektakulär. Du läufst ihn in 2 Stunden und 39 Minuten. Nach alledem, was du da schon gemacht hast. Das ist vorstellbar. Du hast dir selber die Frage gestellt, wie habe ich das gemacht? Also wie hast du es gemacht? Hast du eine Antwort heute darauf? Wie geht sowas? Wie kann ein Mensch so über sich hinauswachsen? Es ist alles Psyche. Es entscheidet sich alles im Kopf. Also dieses Rennen ist nur bedingt körperlich. Also natürlich kann man sich auf diese Strapazen vorbereiten. Ich mache den Triathlon schon jetzt seit über 15 Jahren. Und man wächst einfach auch da hinein. Mhm. Besonders wenn man sein Leben lang davon träumt, diesen Wettkampf machen zu wollen. Das war für mich immer das Größte. Das ist das, was ich immer machen wollte. Das ist die Legende, ja. Das ist die Legende. Ja. Und ja, dann in dem Wettkampf wächst man irgendwie über sich hinaus. Und das kann man schwer beschreiben. Also es Bist du manchmal selbst davon überrascht, was wir Menschen zu leisten in der Lage sind, auch einer wie du? Absolut. Ich bin ja jetzt, ich stehe an der Spitze, aber wenn man sich das breite Feld mal anschaut, das ist ja auch eine Besonderheit, die unseren Sport so toll macht. Das heißt, wir Profis starten am gleichen Rennen, am gleichen Ort, auf der gleichen Strecke wie die ganzen Amateursport. Es gibt ja 2300 weitere Athleten, die mit uns da an den Start gehen. Und die starten am gleichen Ort und da gibt es Geschichten, da wird man zu Tränen gerührt. Da gibt es 75-jährige Männer und Frauen, die daran teilnehmen, wie man sich, die dann 17 Stunden, also bei 17 Stunden ist der Cut-off, da wird das Ziel geschlossen. Das heißt, die machen 17 Stunden Sport am Tag. Und da gehört es sich auch, zum Beispiel ist eine Tradition bei uns, dass man als Sieger dann sich dann abends um 12 oder nachts um 12 eben diesen auch Siegern, den Finishern, dann den Kranz umhängt und ihn zum Finish gratuliert. Das ist ja toll. Du stellst dich dann dahin und dann kommt der 73-Jährige und du sagst, guten Tag, ich habe heute gewonnen. Ja. Und das ist eine ganz tolle. Also diese Energie, die da bei dieser Finishline-Party, nennt man das, zustande kommt, das ist ganz, ganz, ganz besonders. Ich durfte zum Beispiel einer blinden Frau, die nach 16 Stunden 50 circa kamen, die beiden ins Ziel. Und da habe ich mir noch gedacht, wieso sind sie denn so zweit? Und habe das im Anfang gar nicht so richtig verstanden. Und dann habe ich die Schnur gesehen, durch die beiden Mädels verbunden waren. Und dann habe ich erst realisiert, oh mein Gott, die Frau hat, die ist blind und die hat dieses Rennen absolviert. Wahnsinn. Da gibt's Geschichten. Aber die Begleiterin toll. Auch. Ja, die Begleiterin auch. Mhm. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist was den Triathlon so besonders macht. Und ja. Ich glaube, dank Patrick werden wir nächstes Jahr 1 Million mehr Deutsche haben, die Triathlon machen. Ja, wahrscheinlich, so wie du das erzählst. Also, das ist eine Leidenschaft. Ja, also es ist der Wahnsinn. Du warst vorher Physiotherapeut, ne? Ich habe das vorhin noch gesagt. Und da hast du gedacht, dass dieser Traum noch mal tatsächlich in Erfüllung gehen könnte, wirklich als Profi-Triathlet, irgendwann mal um die Welt zu reisen? Zwischenzeitlich gab es mal ein paar Monate, wo ich tatsächlich nicht dran geglaubt habe. Ende 2015 hatte ich keine Sponsoren. Da mein damaliger Hauptsponsor hat die Zusammenarbeit beendet. Da war ich circa 3 Monate wirklich sozusagen auf des Messers Schneide, wo ich die Entscheidung treffen musste, kann ich das überhaupt noch finanziell stemmen oder muss ich tatsächlich in Vollzeitberuf gehen? Und dann kam glücklicherweise ein Sponsor auf mich zu, der gesagt hat, wir vertrauen oder wir geben dir das Vertrauen, wir glauben an dich. Mhm. Und dann kamen einfach viele positive Dinge zum richtigen Zeitpunkt zusammen. Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar für, diesen Schritt dann auch gehen zu dürfen. Also in diesen 3 Monaten war es wirklich so, dass ich dann auch das Bewusstsein dafür geschärft habe, das will ich auch wirklich. Und dann kam der Sponsor und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt setze ich alles auf eine Karte. Das ist großartig, wenn man an etwas wirklich, wirklich glaubt, dann wird es auch mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann funktionieren. Danke euch sehr. 2 große Sportler heute hier bei uns in der Sendung.
Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit einem Mann, der auch, ich habe das vorhin so gesagt, einen Dauerlauf, einen Langstreckenlauf hingelegt hat und der sich eine Arbeit gemacht hat, die sich, das kann man glaube ich so sagen, zumindest nach dem, was ich von außen erkennen kann, noch kein Historiker in dieser Art und Weise gemacht hat. Sie haben aufgeräumt mit einem deutschen Mythos, mit Albert Speer, eine deutsche Karriere. So heißt auch das Buch, das Sie gemacht haben, fast 1000 Seiten lang, spannend wie ein Krimi. Und viele, viele, ich sag mal, Nazi-Mythen, Geschichten, auch die bis heute im Umlauf sind, merken wir plötzlich, gehen zurück auf Lügen und auf gezielte Desinformation, unter anderem von diesem Albert Speer. Aber wir schauen zunächst mal ganz kurz rein, wer dieser Mann eigentlich war, mit dem Sie sich so intensiv beschäftigt haben. Warum würden Sie sagen, ist dieses Bild von Albert Speer hier in Deutschland so falsch und so verzerrt? Albert Speer ist es gelungen, sich nach 1945 als jemand zu präsentieren, der war wie viele andere, dass er im Dritten Reich mitgelebt hat, dass er einen guten Job gemacht hat, dass er erfolgreich war als Architekt und dann auch als Rüstungsminister und dass er aber eigentlich von den verbrecherischen Seiten des Regimes nichts gewusst haben wollte. Und das war etwas, was Hunderttausende, wenn nicht Millionen von anderen Deutschen genauso gerne von sich sagen wollten. Nämlich, wir haben im Dritten Reich mitgelebt, wir haben einen hervorragenden Job gemacht als Ingenieure, als Beamter, als Mediziner. Aber was so mit den Verbrechen zu tun hatte, das waren die anderen, das waren die Nazis und wir waren keine Nazis. Das sind Personen, mit denen wir nichts zu tun haben. Und Albert Speer ist es, wie Sie jetzt gerade das am Beispiel Nürnberg gezeigt haben, auf eine ideale Weise gelungen, dass diese Projektionsfläche zu liefern. Er war als Freund Hitlers ganz nah an der unmittelbaren Macht und er war vollständig mitverantwortlich, aber er konnte nach 1945 erfolgreich so tun, als ob das zwei Leben gewesen seien, als ob er das nur so in Trance erlebt hätte und als ob gar nichts, was er eigentlich getan hat, tatsächlich mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Wenn Sie den mal beschreiben oder diese deutsche Karriere, wie Sie sie nennen, wenn Sie die mal nachskizzieren, wie ist das abgelaufen und warum wurde der so schnell zu einem echten Liebling Adolf Hitlers? Ich meine, er selber hat doch für sich auch irgendwann durchaus die Möglichkeit gesehen, ich werde die Nachfolge von Adolf Hitler antreten. Also Albert Speer hat sich, das muss man zunächst mal betonen, sehr früh selbst für den Nationalsozialismus entschieden. Er ist da nicht einfach so reingerutscht? Ist nicht reingerutscht. Er war eigentlich so, wie die Nazis nicht einfach vom Himmel gefallen sind? Genau, die sind nicht 33 gekommen und waren 45 wieder weg, sondern die sind aus der deutschen Gesellschaft und Geschichte erwachsen. Genauso wie Albert Speer damit hineingewachsen ist, als ein Sohn aus sehr vermögendem Hause. Es wäre gar nicht notwendig gewesen, dass er sich irgendwie hätte beruflich betätigen müssen. Er konnte eigentlich vom Familienvermögen leben. Er hat dann mit seinem Architekturstudium tatsächlich als eine der wenigen in seiner Generation einen Beruf, eine Anstellung bekommen an der Hochschule in Berlin, der Technischen Hochschule Charlottenburg. Und die gibt er auf, obwohl viele seiner Kommilitonen, sein bester Freund hat ein Jahr lang in Sibirien gearbeitet, weil es in Deutschland nichts gab. Albert Speer gibt diesen Beruf auf, um sich für den Nationalsozialismus zu engagieren. Ganz bewusst. Ganz bewusst, um Hitler zu unterstützen im Wahlkampf 1932. Und es ist dann tatsächlich so, er muss sich gegen eine ganze Reihe von Konkurrenten durchaus durchsetzen. Aber er tut das mit einer hohen Verlässlichkeit. Man weiß, dass am Anfang vor allem Goebbels, der ihn fördert und betreut. Gauleiter von Berlin. Ne? Gauleiter von Berlin und der wichtigste Propagandamensch. Genau. Und der hat gesehen, wenn man dem Speer etwas gibt, der macht das sehr zuverlässig und da kann man sich darauf verlassen. Und mit dieser Art von Zuverlässigkeit hat sich Speer dann auch in die Nähe Hitlers hineinprofiliert, wenn man so will. Und er ist dann ab 36, 37 jemand, der dann für Nürnberg, für die Reichsparteitagsgebäude zuständig ist und in Berlin für den Umbau der Hauptstadt zur Welthauptstadt, wie das mal sein sollte. Das war die wahnsinnige Vision, ne? Haben wir eben auch kurz gehört im Film. Was hat es mit diesem Germania auf sich? Was sollte das werden? Aus dem Boden gestampft, wenn man so will, auf Kosten des damaligen Berlins, muss man ganz klar sagen. Es mussten riesige Viertel abgerissen werden von intakten Wohnbauten, unter anderem eben auch darum wurde die Judenpolitik in Berlin forciert. Albert Speer hat dann im September 1938 vorgeschlagen, ja, wir brauchen
Platz, um diese neuen Gebäude einrichten zu können. Die Mieter und Eigentümer, die in diesen Gebäuden sind, die müssen irgendwo hin. Jetzt stellt mir doch mal zusammen, welche Judenwohnungen wir in Berlin haben. Und dann kann man die Juden da raus tun. Und die Gebäude, die wir abreißen, die Leute, die da drin sind, die tun wir dann in die Judenwohnung. Und das ist im Prinzip eine Organisation, die vorbereitet, die werden dann auf Karteikarten verzeichnet und registriert in der Behörde. Und mit diesen Karteikarten kann man dann im Krieg die Gestapo beliefern, damit diese Juden abtransportiert werden. Das ist also im Prinzip eine Zuarbeit für die spätere Vernichtung. So, und weil ich das vorhin auch kurz angedeutet habe, Auschwitz. Ja. Sie beschreiben als Erster, so habe ich das noch nie gehört, weil ich auch immer im Kopf hatte, na, der gute Mann hat sich zwar um Architektur gekümmert, so was Schöngeistiges, ja. Aber mit so was abgrundtief Bösem wie Auschwitz hat der sich nie beschäftigt. Ja. Dem war aber nicht so, sondern Speer wurde dann nach und nach zum Kriegsminister, zum Rüstungsminister. Ja, es ist hochgradig verblüffend, dass diese Fakten, die eigentlich seit Jahrzehnten bekannt sind, nie ins öffentliche Bewusstsein gedrungen sind und selbst wenn sie in einzelnen Fachbüchern präsentiert waren, nie in der Öffentlichkeit auch gegenüber Speer oder gegenüber seinen Anhängern wie Joachim Fest präsentiert wurden. Langjähriger Herausgeber der FAZ. Der FAZ, genau, der auch die Erinnerungen mit Speer zusammen verfasst hat, zusammen mit dem Verleger Wolf-Jobst Siedler. Es ist so, dass Speer 1942 im September in einer Abmachung mit Heinrich Himmler die Erweiterung von Auschwitz finanziert. Er sorgt dafür 13,7 Millionen Reichsmark, Kontingente, die dort als Baustoffe hinkommen, für die Krematorien, wie Sie das genannt haben, wie Sie schon erwähnt haben, also dieses Sonderprogramm Professor Speer. So hieß das, ja? Das hieß Sonderprogramm Professor Speer. Die Pläne sind Ende Oktober fertig und da steht dann oben drüber Sonderprogramm Professor Speer. Das haben Sie in diesen Akten gefunden und das steht auch in Ihrem Buch, alles nachzulesen. Das steht da so drin, genau. Das erste Mal davon gehört. Und das Protokoll dieser Sitzung, wo das vereinbart wird, ist seit 1948 aus den Nürnberger Nachfolgeprozessen bekannt. Es ist 1961 in einem Standardwerk, das allerdings nicht ins Deutsche übersetzt worden ist, über die Vernichtung der europäischen Juden, auf zwei Seiten zusammengefasst, mit Namensnennung, mit den einzelnen Details, mit Oswald Pohl, mit Heinrich Himmler, mit Albert Speer, mit dem Dokumentensignal, wo man nachschauen kann, wo man das findet. Und wenn Sie bei uns, Sie wissen, ich komme vom Institut für Zeitgeschichte, bei in uns München, in der Kartei schauen, also wir haben da Karteikästen über diese ganzen Dokumente, schaut man unter Speer, blättert zwei Minuten, dann findet man Albert Speer, Auschwitz. Konnte jeder nachschauen, ist nicht passiert. Eigentlich unglaublich. Und das muss man erklären. Das kann man offensichtlich nur erklären, weil viele Hunderttausend, viele Millionen diese Geschichte erstens nicht hören wollten oder zweitens die andere Geschichte unbedingt glauben wollten. Genau, haben wir schon eingangs gesprochen, warum das sozusagen für viele Seiten opportun war, diese Geschichte so zu glauben. So, wenn man das jetzt hört, muss man sich noch mal vergegenwärtigen, was das bedeutet. Auch diese Krematorien, wo ab 43 4.000 Menschen am Tag verbrannt worden sind. So, daran hat dieser Mensch ganz maßgeblich mitgearbeitet und gibt dann 1969 im NDR ein Interview, ein Zwiegespräch mit Joachim Fest, diesem Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der an dieser Autobiografie von Speer auch mitgearbeitet hat, und sagt dann auf die Frage nach Auschwitz Folgendes. Hätte Fest das besser wissen können, müssen? Selbstverständlich hätte er das besser wissen können. Er hätte einfach nur nicht nur in dieses Buch von Raoul Hilberg über die Vernichtung der europäischen Juden schauen können, wo es einfach drin stand. Man hätte das nachschauen können. Es gab auch ein deutsches Buch, bei dem sogar Albert Speer als Zeitzeuge mitgewirkt hat, wo diese Quelle ebenfalls erwähnt ist. Die hat Albert Speer selbst seinem Verleger Siedler empfohlen zur Veröffentlichung. Das Buch ist bei Ullstein erschienen. Er wusste selbst, dass er lügt und er lügt trotzdem. Beide konnten wissen, dass das falsch ist. Es hat sie nicht interessiert. Was man an dieser kurzen Antwort, finde ich, sehr deutlich sehen kann, ist die Technik, mit der dieser Mensch lügt. Also er erklärt die Umstände und sagt, davon habe ich eigentlich nur was gehört. Und da kam mal so ein Gauleiter und hat mir ein bisschen was erzählt und verbindet es mit so einem perfiden Akt der Selbsteinsicht und quasi Reue, so nach dem Motto, also wenn Sie mich so fragen, da hätte ich eigentlich schon mal Bescheid wissen müssen. Und das
fasst mich auch bis heute eigentlich an. Es ist kurz davor, selber ergriffen zu sein von dem, was er selber da erzählt. Ja. Er ist ein Edelnazi mit Reuegarantie, der immer wieder in dieser Art von Sendungen und in Interviews auftritt und diese Dinge permanent wiederholt. Das ist ein Teil seines Erfolges. Er stand für jedermann, der bei ihm anklingelte oder auch direkt bei ihm ans Haus kam, zur Verfügung. Er hat hunderte von Interviews gegeben für Radio, für Fernsehen, für Zeitschriften. Er ist nach Großbritannien gefahren, hat sich dort präsentiert als derjenige, den wir hier gerade auch in diesem Interview gesehen haben. Und damit hat er im Grunde auch viel der Kritik zugedeckt, weil seinerzeit offensichtlich weder Journalisten noch Historiker ihn direkt attackieren wollten mit Kritik und ihn sozusagen auch nicht herausgefordert haben, aus dieser Komfortzone herauszukommen. Man hat ihn gewähren lassen. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass das dann noch einen großen Nachhall auch nach seinem Tode hatte. Und ist auch über die Veröffentlichung dieser Dinge auch zu einem sehr reichen, wohlhabenden Mann geworden. Ne? Das für das erste Interview mit dem Spiegel gab es, glaube ich, 50.000. 50.000 für einen Tag, ja. Vorabveröffentlichung dieser Autobiografie von den Kollegen der Welt, 150.000. Und dann 3 Millionen Bücher verkauft. Er hat weltweit 3 Millionen alleine von den Erinnerungen verkauft. Allein die Vorabdruckrechte, nur die Vorabdruckrechte in der Welt der Spandauer Tagebücher, gab es 600.000 D-Mark für 1975. Das war ist heute noch relativ viel Geld, aber auch damals war das unendlich viel. Und er hat sich dann von ehemaligen Mitarbeitern beraten lassen. Karl Hettlage, der zeitweise Staatssekretär im Bundesfinanzministerium war, wie man das denn steuergünstig auszahlen lassen kann. Also das waren die Themen, die ihn interessiert haben. Wie kommt man steuergünstig an das ganze Geld? Und das gibt auch so andere atemberaubende Aussagen, auch wenn man dieses Interview aus dem NDR da hört und er so scheinbar betroffen ist über das Schicksal dieser armen Menschen dort. Sie beschreiben eine Situation, wo er sagt, dass da in Mauthausen, anderes übles Lager, dass dort eigentlich viel zu viel Platz ist da für diese Häftlinge. Das muss man mal dringend ändern. Das kann man doch alles viel effizienter gestalten. Da sind wir wieder beim Stichwort auch Auschwitz. Er hat in Mauthausen beklagt, das ist Luxus hier, wir müssen den Übergang zur Primitivbauweise fördern. Ich möchte primitiv. Hat das dann Heinrich Himmler vorgetragen und Heinrich Himmler war erbost, dass man ihm sowas vorwirft, weil er meinte, die SS ist schon effizient genug. Aber Speer war das nicht ausreichend, sondern er hat dann seine Inspektoren durch die Konzentrations- und Vernichtungslager geschickt und unter anderem diese beiden Inspektoren waren dann auch im Mai 1943 in Auschwitz und haben sich das alles vorführen lassen. An dem Tag sind 1000 polnische Juden ermordet worden. Die haben eine Lichtbildmappe, also ein Fotoalbum bekommen von dem, was in Auschwitz alles passiert. Und am nächsten Tag sind sie nach Berlin gefahren, um Albert Speer Bericht zu erstatten. Also ein Teil seines Managements war die Überwachung der Konzentrations- und Vernichtungslager, ob dieser Vernichtungsprozess auch tatsächlich so effizient läuft, wie er sich das von der Ressourcenseite her gewünscht hat. Unvorstellbar. Ein Wettbewerb der Ekelhaftigkeiten. Ist 81 in London verstorben. Nur ganz kurze Antwort, wie hat er seinen Lebensabend dort verbracht? Wie muss ich das vorstellen? Er war in London für ein BBC-Interview. Und er ist dann plötzlich verstorben, weil er sich mit seiner Geliebten getroffen hat, die er seit 2 Jahren hatte. Das war eine Dame, eine Deutsche, die in England verheiratet war und die nach dem Spandauer Tagebüchern geschrieben habe, haben sich kennengelernt und er hatte dann ein Liebesverhältnis mit ihr 2 Jahre lang bis zu seinem Tod und hat dann einen Schlaganfall bekommen. Deswegen ist er zufällig in London gestorben. Also, Herr Brechtgen, wie gesagt, fast 1000 Seiten, aber jede einzelne davon absolut lesenswert. Sie können für sich sozusagen mit Fug und Recht sagen, Sie haben da ein Denkmal, ein Bild entzerrt, das falsch ist und auch immer falsch bleiben wird. Mit ganz, ganz vielen Mythen rund um Albert Speer aufgeräumt. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Ein tolles Gespräch war das. Magnus Brechtgen. Ich bedanke mich genauso herzlich bei den anderen Gästen der Sendung, nämlich bei Sabine Zimmermann. Vielen Dank, Sabine. 50 Jahre XY, bedanke mich sehr, sehr herzlich. Bei Patrick Lange, der heute angekündigt hat, auch nächstes Jahr den Ironman zu gewinnen. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Nico Rosler. Vielen Dank, Nico. Gute Zeit. Und ich habe ein gutes Gefühl für das, was du dir da vorgenommen hast. Du wirst das machen. Was auch immer es sein wird, jetzt die Kollegen von heute Plus. Und wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin. Danke.